willkommen zur Top 5 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. So, liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen im laufenden Programm von Pearl TV. Und wir werden uns jetzt mal in den kommenden Minuten, ihr Einverständnis vorausgesetzt, ein wenig mit richtig gutem Entertainment ansetzen. Das heißt also mit Fernsehen auseinandersetzen. Natürlich werden Sie uns wahrscheinlich gerade, doch zumindest die meisten von Ihnen, über den Fernsehapparat zu Hause im heimischen Wohnzimmer verfolgen. Andere schauen natürlich auch ganz gerne mal in den Livestream bei uns ins Internet unter pearl.tv, wo Sie ja mehr oder weniger rund um die Uhr an 24 Stunden am Tag auf der ganzen Welt natürlich immer wieder mal schauen können, was gibt es alles Tolles Neues bei Pearl TV, was haben die heute wieder für Schnapper mit drin, und sie werden sich wahrscheinlich wie alle anderen Kunden auch jeden Tag aufs Neue freuen, Top-Qualität zu bekommen und dafür wirklich nur einen verschwindend geringen Preis zu bezahlen, deutlich weniger auf jeden Fall als an jeder anderen Stelle. Wenn etwas Schönes für Sie dabei ist, liebe Zuschauer, freuen wir uns natürlich über Ihre Bestellung, denn wir können vieles, aber Ihre Gedanken lesen können wir nicht, deswegen kurzer Anruf reicht da völlig aus, die 0180 51, 51 und dreimal die 2, wenn was Interessantes für Sie dabei war. Die Kollegen im Service Center stehen in 24 Stunden rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche zur Verfügung, auch wenn Sie mal ein bisschen früher aufstehen müssen oder ein bisschen später zu Bett gehen und vielleicht auch mal nachts um 2 auf die Idee kommen und sagen, das ist genau der Artikel, den ich haben möchte. Haben Sie keine Scheu, da sind andere auch nicht sonderlich schüchtern. Grundsätzlich liefern wir, oder grundsätzlich können Sie auch gerne mehrmals über den Tag verteilt bei uns bestellen. Ja, ab 150 Euro liefern wir sogar Porto und Versand kostenfrei, und das tun wir sehr, sehr zuverlässig mit unserem Partner DHL innerhalb von 2 bis maximal 3 Werktagen. Jetzt kommen wir mal auf das Thema zu sprechen, und ich habe hier schon ein Gerät für Sie in der Hand, liebe Zuschauer, und das ist Spitzenklasse. Wir schauen uns natürlich jetzt mal die frei programmierbare Fernbedienung an, und das wäre in unserer Top 5 jetzt natürlich der Start, Platz Nummer 5. Platz Nummer 5, liebe Zuschauer, ist etwas, was ich vor geraumer Zeit selber im Elektronikfachmarkt gekauft habe, aber definitiv nicht für 6,56 €. Das ist knapp ein Dreivierteljahr her. Mir ist nämlich zu Hause eine Fernbedienung runtergefallen, die Fernbedienung für meinen DVD-Spieler. Und dann jedes Mal aufzustehen, um das Ding anzumachen, vielleicht mal ein Kapitel vorzugehen oder ganz einfach noch mal ein Stück weit zurückzugehen, um sich noch mal eine Passage in aller Ruhe anzuschauen, ist natürlich völliger Blödsinn. Heutzutage macht man das alles über Fernbedienungen. Wenn ich aber jetzt mal so durchzähle, und ich möchte wetten, das sieht bei Ihnen zu Hause auch nicht anders aus, dann haben Sie da einen Fernseher stehen, dann steht da ein DVD-Player, vielleicht ein Blu-ray-Player, vielleicht noch ein Festplattenrekorder. Der ein oder andere hat vielleicht noch einen alten Videorekorder da stehen, weil er vielleicht auch diese analogen Medien noch nutzt, einen CD-Spieler vielleicht noch drunter, die komplette Anlage, all diese Dinge. Und jede einzelne Komponente hat natürlich, liebe Zuschauer, eine eigene Fernbedienung. Und ich sehe es allein schon bei einem guten Bekannten von mir, bei meinem Trauzeugen, der hat eine Armada an Fernbedienungen. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, traue ich mich noch nicht mal, den Fernseher etwas lauter oder leiser zu machen, weil ich garantiert irgendetwas verstelle. Und wenn man sich damit nicht wirklich auskennt, hat man schnell mal die falsche Fernbedienung in der Hand. Und das Ganze da wiederherzustellen oder wiederherzurichten, ist dann so eine Sache. Wenn man eben schon umschalten möchte oder nur mal kurz den Videotext gucken will und erst mal schauen möchte, welche von den 10 Fernbedienungen brauche ich denn jetzt eigentlich, ist das eine ganz schön anstrengende Angelegenheit und sehr, sehr zeitraubend und sehr, sehr nervenraubend noch obendrein. Frei bedienbare Fernbedienungen sind da für mich persönlich seit vielen, vielen Jahren schon die Paradelösung. Und wir haben heute eine für Sie im Programm, liebe Zuschauer, die es wirklich in sich hat. Eine 8-in-1 Universalfernbedienung. Und diese 8-in-1 Universalfernbedienung erlaubt es Ihnen, bis zu 8 verschiedene Fernbedienungen ganz einfach in die Schublade zu legen. Denn diese hier kann auf bis zu 8 Geräte gleichzeitig zugreifen. Das sehen wir hier im oberen Teil. Das kann der Fernseher sein, das kann der DVD-Spieler sein, natürlich auch hier beispielsweise der Satellitenreceiver oder diverse andere Geräte. Auf bis zu 8 verschiedene Geräte können Sie hier zugreifen. Und alles, was Sie dafür machen müssen, ist, den entsprechenden Code aus der mitgelieferten Bedienungsanleitung herauszusuchen. Sie kennen den Gerätenamen des Herstellers Ihres Fernsehgerätes oder Ihres DVD-Spielers zum Beispiel. Dann suchen Sie sich die passende Codenummer ganz einfach raus, drücken kurz 5 Sekunden auf die entsprechende Taste des Gerätes, bei einem TV, bei einem Fernseher also kurz 5 Sekunden auf TV drücken, dann bleibt das Licht
Licht ganz einfach dauerhaft leuchtend, vierstelligen Code eingeben, anschließend auf Enter drücken und dann geht die Reise auch schon wieder ab. Das habe ich jetzt hier bei unserem Fernsehapparat auch schon mal gemacht. Das zeige ich Ihnen ganz einfach mal. Jetzt hier die Fernbedienung vom Gerät selber habe ich noch nicht mal hier. Möchte aber jetzt trotzdem beispielsweise mal die Lautstärke raufdrehen. Ich habe sie im Vorfeld natürlich programmiert. Dann kann ich das hier ohne weiteres machen und das eben mit der frei bedienbaren Fernbedienung. Das geht schnell, das ist reaktionsstark und macht richtig Spaß. Zumal die Fernbedienung also hier noch hervorragend in der Hand liegt. Alle Bedienelemente sind leicht und gängig zu erreichen mit dem Daumen, aber auch mit dem Zeigefinger. Es ist wirklich fantastisch gemacht. Es ist ein ganz schön schlankes und vor allen Dingen auch dezentes Modell. Manchmal hat man aber auch schon mal im Nice Price irgendwo im Supermarkt oder mitunter auch schon mal im Fachhandel vielleicht auch mal ein Gerät gekauft von einem unbekannten Hersteller. Bietet Ihnen auch natürlich ein tolles Bild und ein schönes Fernseherlebnis. Da kann diese Fernbedienung sogar lernen, was es für ein Gerät ist. Sogar nach Herstellertypen können Sie hier suchen. Das heißt, hier ganz einfach nur das Ganze nebeneinander halten und dann natürlich auch bei etwas unbekannten und auch bei namhaften Herstellern, wenn da auch schon mal 20, 30 Codes zur Verfügung stehen, den passenden heraussuchen. Ja, ich habe es eben mit dem Kollegen hier vor der Sendung gemacht und hier auf unseren Samsung-Fernseher programmiert. Das war eine Sache von weniger als einer Minute. Das war absolut faszinierend. So schnell habe ich das ehrlich gesagt bei mir zu Hause noch nie wirklich hinbekommen. Unsere Kunden sind absolut voll des Lobes. Einfache und günstige, lernbare Fernbedienung. Mehr habe ich gar nicht gebraucht, schreibt hier der Thorsten aus Hart. Und so geht das nahtlos weiter, liebe Zuschauer. Mit der SD1004 und der 569 für deutlich unter 7 Euro im Programm. Und das war schon mal ein fulminanter Start in die Top 5. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Satellitenfernsehen ist für viele unserer Kunden ein riesengroßes Thema. Für mich übrigens damals auch, als wir umgezogen sind, vor etwas mehr als 7 Jahren. Denn ich kannte normalerweise das Kabelfernsehen aus dem Innenstadtbereich. Ich habe erwähnt, dass ich aus dem Kölner Raum komme. Ja, allerdings dort, wo wir hingezogen sind, so ein bisschen außerhalb der Stadt, hat sich für uns die Möglichkeit, auf Kabelfernsehen zuzugreifen, gar nicht wirklich gegeben. Denn es liegt keine wirklich stabile Leitung da. Insofern haben wir gar keine Chance gehabt, uns zu entscheiden, wollen wir jetzt Satellitenfernsehen oder wollen wir Kabelfernsehen haben. Insofern musste ich natürlich entsprechend aufrüsten und bin erstmal auf die Suche gegangen nach einem SAT-Receiver selbstverständlich. Gut, wir haben eine Hausanlage, das heißt also eine Flachantenne war bereits auf dem Dach, aber auch mitunter die Kabellage und dergleichen. Das muss ich mich alles noch mal ein Stück weit reindenken und ich habe deutlich mehr bezahlt als das, was ich Ihnen jetzt anbieten möchte. Haben Sie die Flachantenne gerade gesehen? Nein? Das wundert mich nicht großartig, denn wir haben sie getarnt und das ist eins der Highlights bei unseren Flachantennen. Und grundsätzlich brauchen Sie natürlich, um Satellitenfernsehen zu schauen, eine Satellitenschüssel-Flachantenne. Und liebe Zuschauer, wenn man hört eine Satellitenschüssel, dann denkt man natürlich immer gleich an die riesengroßen Modelle. Und ich weiß, dass ich vor einigen Jahren allein schon bei einem guten Freund von mir diese 1,20 Meter mal 1,20 Meter große Satellitenschüssel mit ungefähr 25 Kilo gefühlt, Pi mal da, ist geschätzt, Gesamtgewicht, mit drei erwachsenen Kerlen und eine klapprige Leiter irgendwo auf 10 Meter Höhe aufs Dach geschleppt habe. Ich bin wahrlich nicht gerade schwindelfrei. Also ich ziehe vor jedem den Hut, der da im Dachdeckerbereich unterwegs ist. Das war eine ganz schön glitschige Angelegenheit und im Nachhinein gesehen, ehrlich gesagt, auch sehr gefährlich. Gott sei Dank ist mittlerweile die Technik deutlich vorangeschritten. Heutzutage muss man nicht mehr auf Satellitenschüsseln, riesengroß, mit diesem riesen LNB da vorne zugreifen. Heutzutage gibt es diese tollen Flachantennen. Und die haben wir für Sie im Programm als Single-Variante. Das heißt, für den Anschluss eines Fernsehapparates. Wir haben sie als Twin-Variante und damit möchte ich ganz gerne in die Präsentation einsteigen an dieser Stelle. Wir haben sie aber eben auch als Quad-Variante für bis zu 4 Fernsehapparate mit unterschiedlichen Programmen. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, alle unsere Modelle, egal ob Single, Twin oder Quad-Modell, sind entsprechend baugleich. Ja? Auch vom Gewicht her, von den Ausmaßen gleich. Ein guter halber Meter in der Länge und gut 30 cm in der Breite sind natürlich deutlich weniger vom Ausmaß her, als man das eben von den alten Satellitenschüsseln von früher noch kannte. Und vom Gewicht her reden wir hier von ungefähr 4,5 Kilo. Also das ist nicht wirklich erwähnenswert. Da könnte man ohne weiteres hier noch mit einer Hand arbeiten. Da braucht man keine drei ausgewachsenen Kerle für. Schön aber ist eben der Punkt, dass die von Hause aus alle weiß gestaltet sind. Ein ausgesprochen robuster Kunststoff. Die sind vollkommen wetterunempfindlich. Das heißt UV-Licht, Regen und dergleichen, Schnee, Eis, Frost, all die ganzen
ganzen Geschichten machen unseren Flachantennen überhaupt nichts aus. Und aufgrund dieser tollen Bauart, aufgrund dieser kompakten Bauart, sind sie natürlich auch bei weitem nicht mehr so windanfällig wie früher die ganzen Satellitenschüsseln. Mit 1,20 m x 1,20 m ist das schon fast wie bei einem Surfer ein großes Segel. Oder wie bei einem Segelboot. Und wenn es da mal anfängt zu pfeifen, Sie kennen es, spätestens im November holt Petrus noch die letzten Blätter von den Bäumen runter mit Windstärke 6, Windstärke 7. Da müsste man mitunter wirklich schon aufpassen, dass man überhaupt ein vernünftiges Fernsehprogramm zu Hause hat, weil natürlich diese großen Satellitenschüsseln entweder angefangen haben zu wackeln oder sich je nach Windeinschlag tatsächlich also auch schon mal in ihrer Position verschoben haben. Bombs war der Empfang weg und schon war die Rennerei wieder groß. Ja, und bei den Windstärken möchte ich nicht unbedingt auf dem Dach stehen und die Dinger wieder einrichten. Diese hier sind schön klein und kompakt, bei weitem nicht so windanfällig, insofern absolut zu empfehlen, alleine auch für solche Geschichten. Und wir haben es gerade eben eingangs gesehen, wir können sie eben tarnen. Deswegen nenne ich sie ganz gerne Chamäleon. Das bedeutet, hier haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, mit Farbe zu arbeiten, genauso wie Ihre Hausfassade zum Beispiel aussieht. Wenn die jetzt zum Beispiel grau aussieht, können Sie ganz einfach mit grauer Farbe drüber streichen oder natürlich auch mal mit Klebefolie arbeiten. Bitte, dass Sie da jetzt nicht unbedingt starke Bleifarbe benutzen, die ganz einfach jedes Signal wahrscheinlich abschirmen würde, ist klar. Da empfehle ich Ihnen vielleicht doch ganz einfach mal den Gang zum Fachmarkt. Da gibt es die Farbspezialisten, die Ihnen da garantiert mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und ich glaube, bei dieser Größe jetzt hier, ein knapper halber Quadratmeter Gesamtfläche, da braucht man auch nicht allzu viel, muss also auch nicht allzu tief für solche Geschichten in die Tasche greifen. Aber wir kennen es natürlich auch aus Gesprächen mit unseren Kunden. Ich kenne es aus dem persönlichen, privaten Bereich, auch durch Gespräche mit Freunden und Bekannten. Nicht jeder Vermieter, auch speziell die, die jetzt gerade auch die Mehrfamilienhäuser ihr eigen nennen, die stehen mitunter gar nicht so drauf, wenn da jede einzelne Partei eine separate Schüssel dahinstellt, ja, auch wenn es eine dezente Flachantenne wäre. Das sieht ja mitunter so ein bisschen aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn man aber eine solche Flachantenne, so eine Satellitenschüssel tarnen kann, so wie wir das hier sehen können oder eben auch nicht sehen können, zumindest nicht auf den ersten Blick, glaube ich, wird kein Vermieter der Welt da ernsthaft etwas gegen sagen können. Ob Sie die übrigens jetzt am Balkongeländer auf einem Mast zum Beispiel platzieren oder direkt auf dem Dach, das überlassen wir natürlich Ihnen. Das hängt ein Stück weit auch von der Position Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung ab. Aber so, glaube ich, ist sie schön dezent. So sieht das manierlich aus und am Empfang, an der eigentlichen Signalstärke des Satelliten hier, also für die Intensität oder für die Qualität Ihres Fernsehprogramms, macht das überhaupt keinen Unterschied. Ein wunderschönes Modell haben wir heute für gut 142 Euro für Sie im Programm. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei unserer Twin-Variante für den Anschluss von bis zu 2 SAT-Receivern bzw. 2 Fernsehapparaten haben wir jetzt hier knapp 180 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei uns liegen wir, oder kommen wir raus bei knapp 142 Euro. Das ist natürlich mal ein absoluter Spitzensatz. Die gibt es aber auch noch als Quad-Variante, liebe Zuschauer. Und die zeige ich Ihnen natürlich auch noch. Die kann man jetzt hier daneben stehen. Und wenn wir jetzt hier direkt mal gucken, allein nur mal so im direkten Vergleich, bestätigt das, was ich Ihnen eingangs gesagt habe. Denn unsere Flachantennen sind von der Größe, vom Gewicht und von der Bauart her absolut einheitlich. Da wird man keinen nennenswerten Unterschied erkennen. Der Unterschied aber liegt bei den Anschlüssen. Das sind die sogenannten LNB-Anschlüsse jetzt hier. Und das hier ist momentan die beliebteste Variante, die wir unseren Kunden anbieten möchten. Die liegt ungefähr 20 Euro über der Twin-Variante in der Anschaffung. Viele unserer Kunden nutzen aber auch hier ganz einfach auch mal den Weitblick, den man hat. Denn die Kinder, die heute 6 oder 7 Jahre alt sind, die vielleicht noch nicht unbedingt einen eigenen Fernseher im Zimmer haben wollen oder nicht unbedingt brauchen, die werden auch mal irgendwann zu Teenagern. Und die Zeiten, wo man dann bei 13, 14 Jahren vielleicht mal mit den Eltern zusammen dann mal den Tatort geguckt hat oder Denver, Dallas oder Magnum oder was, das war so meine Zeit, die sind dann irgendwann dann auch mal durch. Irgendwann wollen die Kinder mal ihr eigenes Programm schauen. Und dann ist es doch ärgerlich, wenn sie da ein tolles Modell stehen haben, denn sie werden viele Jahre Freude an ihrer Flachantenne haben, aber dann ein Anschluss zu wenig da ist. Deswegen denken Sie bitte rechtzeitig darüber nach, dass da vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen was kommen wird, dass da Veränderungen vielleicht auch irgendwann mal anstehen. Vielleicht nicht gerade in den nächsten 2, 3 Wochen, aber in den nächsten Jahren. So lange wird die Flachantenne definitiv die Qualität bieten, die Sie natürlich auch von uns erwarten dürfen und erwarten sollten. Ja? Und wenn man dann vielleicht noch mal einen zweiten, dritten oder vielleicht mal einen vierten Anschluss braucht, haben Sie noch mal einen zur Verfügung. Super ist, dass Sie hier natürlich jederzeit einen Anschluss nutzen können. Das heißt, für einen Fernseher, einen Satellitenreceiver, ein Programm, zum Beispiel der Fernseher im Wohnzimmer. Wir haben aber jetzt noch einen zweiten mit dabei, falls Sie noch ein zweites Gerät irgendwo im Schlafzimmer stehen haben. Da würde natürlich auch die Twin-Variante vollkommen reichen. Aber viele unserer Kunden haben natürlich dann auch entweder noch mal eine Einliegerwohnung im Haus drin, wenn vielleicht die Schwiegermama irgendwann vielleicht noch mal mit dazuzieht. Ja, da braucht man noch mal einen dritten Anschluss zum Beispiel. Da muss nicht gleich eine zweite Antenne her. Das kostet alles Geld und nimmt natürlich auch ein bisschen Platz weg an der Fassade oder eben auf dem Dach. Warum? Wenn es eine Antenne entsprechend mit 3 oder noch besser mit 4 Anschlüssen gibt, kann man sich den ganzen
Aufwand sparen und das schön klein und kompakt. Wieder andere nutzen natürlich auch die Chance, gerade im Doppelhausbereich, hier für 161,47 € zuzuschlagen und sich das Ganze mit den Nachbarn ganz einfach zu teilen. Ja, dann kommen sie auf ungefähr 80 € pro Hauspartei. Zwei Anschlüsse gehen nach rechts in die Haushälfte, zwei andere Anschlüsse nach links in die Haushälfte hinein. Und ich glaube, damit ist allen wirklich bestens geholfen. Und wann haben sie schon mal für knapp 80 € Einsatz hier eine fantastische Fernsehqualität generieren können? Das geht in der Regel nur in diesen qualitativen Ansprüchen hier bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und wir reden hier von gerade mal 161,41 €. Wir haben hier, und das habe ich mir extra notiert, eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller, die bei knapp 280 € liegt. Also hier sind wir preislich sehr, sehr interessant unterwegs. Das heißt also gut und gerne mal knapp 120 € sparen bei der Anschaffung einer Flachantenne. Ich glaube, das Geld kann man entweder mal in ein schönes Abendessen oder vielleicht auch mal für einen schönen Ausflug im Urlaub investieren oder natürlich auch noch mal in andere Gerätschaften, die ich Ihnen gleich auch noch zeigen werde. Schöner neuer Satzreceiver beispielsweise, ja, für die tollen hochauflösenden Programme, schön klein und kompakt. Vielleicht haben wir auch noch eine schöne Soundbar, um einfach das Klangerlebnis des Fernsehers auch noch mal ein bisschen zu verfeinern. All diese Dinge wären möglich, wenn Sie mir noch ein bisschen folgen möchten. Habe ich da noch ein paar Ideen für Sie. Fantastische Möglichkeiten, unsere Flachantennen, die tarnbaren Varianten, liebe Zuschauer, absolut wind- und wetterfest. Die haben wir übrigens auch als Single-Variante, auch mal für den mobilen Einsatz, hier fürs Camping zum Beispiel oder für die LKW-Fahrer. Wenn es ein doppelter Anschluss sein soll, bitte die PX1384 und die 569. Für den Quad-Anschluss für bis zu 4 Fernseher mit unterschiedlichen Programmen ist es die PX1385 und die 569, liebe Zuschauer. Ich könnte Ihnen jetzt wahrscheinlich die nächste Stunde nur Kundenstimmen vorlesen, durch die Bank weg positiv. Mittlerweile habe ich auch für Freunde und Bekannte dieses Produkt empfohlen und bestellt. Ein super Produkt, so geht das ohne Ende weiter. Gute Antenne mit tollen Empfangsmöglichkeiten und. Also jetzt sind Sie dran, liebe Zuschauer. Wenn Sie da was Tolles Neues brauchen, etwas, was man vielleicht auch tarnen kann, greifen Sie da bitte zu, egal ob als Single, als Quad oder eben auch als Twin-Variante. Sehr, sehr schöne Modelle im Flachantennenbereich. Das war Platz Nummer 4 der Top 5 im TV- und Entertainment-Bereich hier bei Pearl TV. Hier schauen wir uns Platz Nummer 3 gemeinsam an. Ich hatte es gerade eingangs schon ein Stück weit erwähnt. Wir haben natürlich auch in dieser Sendung, weil wir jetzt hier von Fernsehen sprechen, eine tolle Soundbar mit drin. Denn Fernsehen ist weit mehr als nur ein tolles Bild. Egal, ob wir jetzt von einer analogen Qualität sprechen, die es heutzutage so im Fernsehbereich ja gar nicht mehr wirklich gibt, oder eben von der digitalen Qualität. Schauen Sie mal die modernen Fernseher heutzutage an. Ja? So ein moderner Fernseher hat also meines Erachtens Minimum eine Full-HD-Qualität. Und die Teile kriegen Sie schon mit 50 Zoll für 350 € mit uns. Selbst die Smart-TV-Lösungen mit Internetanbindung sind mittlerweile absolut bezahlbar geworden. Auch die 4K-Fernseher, wie unser tolles 50-Zoll Samsung-Gerät jetzt hier als Smart-TV-Lösung, was wir auch vor einiger Zeit mal im Programm hatten für Sie, mittlerweile komplett ausverkauft, ist endlich auch mal finanziell erschwinglich geworden. Wenn wir uns jetzt aber die Geräte mal anschauen, dafür gehen wir ganz einfach mal hin zum Fernsehapparat, liebe Zuschauer, dann stellen wir natürlich fest, wie es der Name schon vermuten lässt, Flat-TV, also Flachbildschirm, da ist das Gehäuse nicht sonderlich kräftig. Wenn man da jetzt noch mal so einen alten Röhrenfernseher vor Augen hat, mit einer 90er Tiefe, da war natürlich ein ordentlicher Resonanzraum, unter anderem auch für die beiden Boxenpaare, für die Stereo-Boxenpaare da. Das Bild war so lala, damals für uns natürlich das Nonplusultra, was Besseres gab es einfach nicht. Aber im Vergleich zum Tonangebot definitiv eher so ein etwas schwaches Verhältnis. Heutzutage haben sie fantastische Bildqualitäten, Full HD, 4K, alles gestochen scharf. Bei dem Schauspieler sieht man ein eingewachsenes Bart hier unterm Strich, und zwar so scharf, wie er es wahrscheinlich selber im Spiegel nicht sehen kann, wenn er sich morgens rasiert. Ja. Aber die Tonqualität leidet drunter. Klar, kein Resonanzraum mehr übrig, und viele Hersteller sind sogar noch so clever und packen die Boxen so da rein, dass sie nach hinten oder zur Seite ausstrahlen, sodass bei ihnen dann auf 2-3 Meter Entfernung wahrscheinlich gar nichts mehr ankommt. Und da haben sich natürlich entsprechend die Soundbars als Paradelösung herauskristallisiert. Das ging los, als die ersten Flachbildschirme auf den Markt kamen. Damals noch so eine leichte Mogelpackung, die HD-Ready-Geräte natürlich. Mittlerweile sind die um einiges ausgereifter, aber die Klangqualität hat weiterhin gelitten. Und wenn Sie mal schauen, auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin, da findet man mittlerweile Modelle, die kommen auf eine Stärke von ungefähr 0,6 Zentimeter, glaube ich. Das ist so momentan das Dünnste, was wir da im Programm haben. So, wir gehen mal rein. Ich möchte Ihnen natürlich auch mal die Klangkulisse vorführen, liebe Zuschauer. Und wir haben unser Parademodell von Auvisio für Sie im Programm für 78,50 €. Und das ist absolute Spitzenklasse. Ich gebe mal einen Titel weiter. Ja, die Batterie von der Fernbedienung alle. Ne, da sind wir jetzt. Dann machen wir es mal richtig laut hier. Ja.
Ich möchte Ihnen mal was vorführen. Dafür muss ich mal vor und hinter das Regal marschieren. Augenblick. Mal ganz kurz mal ein bisschen vorspulen den Titel. So, pass auf. Zeige Ihnen mal was. Das ist ungefähr so das Klangerlebnis, was man mit einem normalen Fernseher hat. Es ist okay, ja, aber alles ein bisschen dumpf. Das heißt, so diese Höhen, so diese Kontraste auch im Audiobereich kommen nicht so wirklich rüber. Jetzt gehe ich mal davor. Und das ist das Ergebnis, was Sie haben werden, wenn Sie zu Ihrem Flachbildschirm endlich mal eine vernünftige Klangkulisse haben wollen. Achtung! Das ist beeindruckend, oder? Ist jetzt vom Klangerlebnis, vom Titel her so eine Sache. Gleich, wenn es nochmal ordentlich zur Sache geht, zeige ich Ihnen diesen Effekt nochmal. Das ist wirklich beeindruckend, liebe Zuschauer. Übrigens, die Halterungen kriegen Sie auch bei uns, wenn Sie das Ganze mit dem Fernseher verbinden möchten. Ich zeige es nochmal. Pass auf. Okay, aber jetzt pass auf. Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Bevor ich Sie jetzt auch noch anfange anzubrüllen, ich habe das Mikro direkt vor der Nase, hier bei dieser Klangkulisse drehe ich es noch mal ein bisschen runter. Haben Sie den Unterschied gemerkt? Ich rede mal ganz gerne von so einer Wollsocke. Ja? So als wenn jetzt hier ein Künstler, wie jetzt hier so eine Sängerin, eine Wollsocke im Mund hätte oder irgendwie durch ein Handtuch singen würde, so klingt das mitunter. Und die Erfahrung haben Sie zu Hause auch schon mal gemacht. Ja? Können den Fernseher permanent hochdrehen, gerade wenn gesprochen wird, normale Zimmerlautstärke, muss man schon fast auf 90% oder mehr drehen, zumindest bei uns ist das so. Ja? Und wenn dann auf einmal eine Autotür zugemacht wird oder irgendwie mal was passiert im Actionfilm, Bereich, hat man das Gefühl, die Gläser fangen im Schrank an zu klirren. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und hier haben Sie ein einheitliches Klangbild und das macht ganz einfach Spaß. Höhen und Bässe natürlich jederzeit einstellbar, wenn Sie das möchten. Und das alles für 78,50 €. Bitte, das war ein Einsatzbereich einer solchen Soundbar. Wir haben natürlich noch weitere und Ihnen ist aufgefallen, dass natürlich jetzt hier der Klang der Soundbar nicht unbedingt zum Bild des Fernsehers passt. Das war durchaus gewollt, denn wir haben hier ganz einfach mal direkt einen USB-Stick angedockt. Wir könnten noch eine SD-Karte nehmen, um hier ganz einfach mal gespeicherte Musik, die Sie zu Hause auf der Festplatte haben, ganz einfach direkt hier ans Gerät anzudocken. Da können Sie den Fernseher auch auslassen. Sie können natürlich hier direkt vom USB-Stick oder von der SD-Karte Ihre Lieblingsmusik abspielen. Auch ein Radio ist integriert mit 20 Plätzen, um Ihre Lieblingssender zu speichern. Aber der absolute Knaller ist, und das ist völlig ausgeschlossen für 78,50 €, alleine von der Technik, alleine von den Komponenten, die dafür in solchen Geräten verbaut werden müssen, die kabellose Datenübertragung, die Bluetooth-Übertragung, das Bluetooth-Streaming. Das heißt, direkt vom mobilen Endgerät mit locker 10 Meter Reichweite und Bluetooth-fähig sind sie heutzutage alle, egal ob Apple-Geräte, Android-Geräte, Smartphones, Tablets, viele moderne Laptops natürlich auch, die haben alle diese Bluetooth-Möglichkeit und das streamen sie, wie es so schön heißt. Die Daten sind mannigfaltig, können Bilder, Videos oder eben auch Musik sein, Einser und Nullen. Das Ganze geht eben auch kabellos, ganz einfach mit 10 Meter Reichweite auf die Soundbar. Das heißt, wenn Sie da mal wieder mit der Hausarbeit beschäftigt sind, glaube ich, geht das etwas beschwingter, wenn man ganz einfach seine Lieblingsmusik im Ohr hat oder vielleicht natürlich auch beim Duschen, all diese ganzen Geschichten, Wettervorhersage, Nachrichten, all sowas, vielleicht auch mal beim Frühstück, ein bisschen Hintergrundmusik. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit und die Klangqualität überzeugt einfach. Direkt am Gerät einzustellen oder natürlich auch ganz komfortabel hier über die mitgelieferte Fernbedienung. Ja, auch da natürlich Höhen und Bässe, je nachdem, wie man es haben möchte. Der eine mag es ganz gerne etwas tiefer, der andere mag es gerne etwas höher. Ich habe es ganz gerne gerade bei Blockbustern zum Beispiel, auch bei Musiksendungen, bei Konzertmitschnitten, all solche Geschichten, wenn da der Bass ein bisschen dunkler ist, wenn man da also wirklich auch die entsprechenden Instrumente richtig raushört, wenn es so ein bisschen in die Magengrube reingeht. Das kennt man natürlich auch von Live-Konzerten, das ist ein fantastisches Erlebnis. Wenn man sich sowas dann zu Hause mal auf einem Fernseher anschaut, dann ist es bestimmt ein tolles Bild, aber das Klangerlebnis bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was man normalerweise live erlebt hat. Und ich glaube, dass man da ganz einfach mit so einer Soundbar um ein Vielfaches glücklicher wird. Das ist übrigens ein Gerät hier für 78,50 €, was man vom Preis her eher so in den Nice-Price-Bereich an der Kasse einordnen würde. Wenn man tatsächlich eine vergleichbare Qualität haben möchte von den üblichen Verdächtigen, ja, dann ist man also eher gerne mal schnell mit 200-250 € mit dabei. Ist dauernd ausverkauft, jetzt aktuell lieferbar, aber auch schon wieder kurz vor der Begrenzung. Ich habe 5 Anläufe gebraucht, bis ich sie endlich zu Hause hatte. Das möchte ich Ihnen ersparen, deswegen greifen Sie zu mit der Bestellnummer PX1389 und der 569, die 78,50 € sind ein absoluter Spitzenpreis, sozusagen ein Kampfpreis im Vergleich also auch zu unseren Mitbewerbern, liebe Zuschauer.
Genau. Übrigens, die Halterungen haben wir auch im Programm, liegen preislich, glaube ich, bei noch nicht mal 20 Euro. Wenn Sie die Soundbar gerne auch mal direkt mit dem Fernsehapparat verbinden möchten, alles schön verbindungssteif und schön kompakt in der Einheit her, fahren Sie da bitte einfach mal bei den Kollegen im Service Center nach. Übrigens da vorstellen oder drüber auch mal gerne an die Wand hängen, alles kein Thema. Gummifüßchen drunter, dass man nichts verkratzt und natürlich alle Anschlussmöglichkeiten digital und optisch ebenfalls vorhanden. Also tolle Möglichkeiten im Soundbar-Bereich. Jetzt möchte ich Ihnen aber ganz gerne noch einen sogenannten HDMI-Videorekorder zeigen. Und unser Chef hat uns vor knapp 2 Wochen verraten, dass er den Artikel von einem Produktmanager hat zwar einkaufen lassen, aber er hätte nicht wirklich mit diesem durchschlagenden Erfolg gerechnet. Ja? Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, diesen Artikel haben wir auf Platz Nummer 2. Sie fragen sich natürlich jetzt, Moment mal, der zeigt mir hier die ganze Zeit diese tollen Flachantennen. Wir haben jetzt hier die frei programmierbare Fernbedienung kennengelernt. Wir reden von Full HD, wir reden von 4K, wir reden von Soundbars. Was um alles in der Welt haben jetzt analoge Medien, sprich VHS-Kassetten, schnöde Bänder denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Das ist ja was, als wenn man in eine Zeitmaschine steigt. Ja, ein Stück weit ist das so, aber viele von Ihnen werden sicherlich noch solche VHS-Kassetten in der Umzugskiste, in der Curverkiste oder gut verpackt auf dem Speicher oder im Keller stehen haben. Da sind natürlich tolle Erinnerungen mit dabei, liebe Zuschauer. Nur so ein Band hält vielleicht ungefähr 15 Jahre, lass es mal 16, 17 Jahre sein. Irgendwann holen Sie in ein paar Jahren diese Videokassetten vor, möchten vielleicht noch mal in Erinnerungen schwelgen, haben aber keine nennenswerte Chance, weil Ihnen die Bänder, die analogen Medien schlicht und ergreifend durch die Finger zerbröseln. Ähnlich ist es mit Platten natürlich auch, mit Musikkassetten ebenfalls. Und da ist es schön, wenn man so etwas hier, zum Beispiel die Hochzeit, wo die Männer noch Koteletten hatten bis zum Kinn runter oder die Dame vielleicht auch noch die Blümchen auf dem Kleid hatten, wenn man so etwas einfach mal ins digitale Zeitalter rettet und damit deutlich länger haltbar macht. Was braucht man dafür? Nun, man kann es umständlich versuchen mit Computerprogrammen. Man kann zu einem Spezialisten gehen, ihm die Kassetten in die Hand drücken und sagen, du digitalisier mir das ein, da wird ein Stückpreis fällig, weil wenn sie blass bei, wenn Sie die Preise sehen. Oder aber Sie entscheiden sich für unseren HDMI-Videorekorder und den habe ich hier. Dem ist es ehrlich gesagt egal, ob wir jetzt hier eine digitale Eingangsquelle haben oder eine analoge Eingangsquelle. Beides ist möglich. Digital natürlich über HDMI, über die Anschlussmöglichkeiten im hinteren Teil. Ja, haben wir jetzt hier, kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Aber natürlich auch analog über den Komponentenanschluss, zum Beispiel eines VHS-Rekorders, sodass Sie Ihre analogen Medien ins digitale Zeitalter transportieren können. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass dieser HDMI-Videorekorder sturheil nichts anderes macht, als hier das aufzuzeichnen, was man auf dem Bildschirm sieht, in diesem Fall natürlich auf dem Fernsehapparat. Und das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer, denn hier wird das Signal ganz einfach durchgeschleift, egal ob Sie einen Satzreceiver dran haben, einen Kabelreceiver, einen DVD-Spieler, einen Blu-ray-Player oder auch eine Spielekonsole, eine Xbox oder eine Playstation, eine Nintendo Wii, all diese Geschichten, und da kommt das natürlich her. Und das zeigt uns unser Ugo jetzt hier mal, hat ganz einfach mal die Konsole angeschlossen und spielt jetzt hier ein sehr interessantes Spiel. Und wie das eben so ist, man greift da Rekorde an, man versucht ein Level in einer bestimmten Zeit zu erledigen oder man hat ein spektakuläres Erlebnis. Allein auch grafisch ist das doch schon faszinierend, was wir da sehen können. Das möchte man natürlich auch ganz gerne mit der Öffentlichkeit teilen, möchte man gerne Freunden und Bekannten zeigen, die in dem Moment nicht dabei waren. Jetzt drücken Sie ganz einfach, nachdem Sie einen passenden Speicher dran gepackt haben, den Sie bitte separat bestellen, ganz einfach auf die Aufnahmetaste. Ja, schleifen das Signal von der Konsole zum Fernsehapparat ganz einfach durch den HDMI-Videorekorder und schon wird 1:1 das aufgenommen, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen können. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich aus dem Konsolenbereich zu uns gekommen, aber man hat natürlich auch die Chance, ganz einfach mal digitale Abspielmedien wie ein DVD-Spieler, wie ein Blu-ray-Player, wie ein ganz normales Fernsehsignal über einen SAT- oder Kabelreceiver durchzuschleifen. Und so können sich natürlich auf dem entsprechenden externen Speicher, ein USB-Stick oder eine externe Festplatte, die Sie andocken, ganz einfach hier mal Ihre persönliche Videosammlung, Ihre persönliche digitale Videosammlung zusammenstellen. Bis zu 2 TB kann die externe Festplatte groß sein. Und das bedeutet, Sie können, wenn wir jetzt hier nochmal Pi mal Daumen rangehen, über 400 Filme a 2 Stunden auf dieser Festplatte speichern. Früher bin ich im ganzen Wäschekorb voll mit VHS-Kassetten mal zu einer langen Videonacht zu einem Freund gefahren. Heutzutage packen Sie das auf ein Gerät, was ungefähr so groß ist wie eine XL-Zigarettenschachtel. Nur mal, um den Größenvergleich zu haben. Kleiner als die Brotbox Ihres Sohnes, wenn Sie ihn morgens zur Schule bringen. So einfach ist das. Und jetzt möchte ich Ihnen das ganz gerne mal zeigen, liebe Zuschauer. Das zeichnen wir ganz einfach mal auf. Das haben Sie selber gesehen. Das ist das entsprechende Live.
Live-Programm. Und hier wird jetzt natürlich von unserem Satz-Receiver das Programm durch den HDMI-Videorekorder durchgeschleift auf den Fernseher gegeben. Alles, was ich jetzt machen muss, ist hier auf Rec drücken, wie man das früher von einem Videorekorder kannte, von einem Tape-Deck kannte. Und jetzt wird entsprechend aufgezeichnet. Das, was hier auf dem Bildschirm zu sehen ist, das ist jetzt das aktuelle Live-Programm von Pearl TV. Das könnte auch ProSieben sein, das könnte auch Vox sein, das könnte auch eine Sportveranstaltung sein. Denn grundsätzlich ist es für den privaten Bereich völlig egal, was Sie damit machen. Sie können sich auch mal einen Film aus dem Fernseher aufzeichnen und den vielleicht auch mal eine Woche oder zwei später anschauen. Auch 20 Mal anschauen, wenn Sie das möchten. Nur öffentlich zeigen dürfen Sie ihn bitte nicht. Schön bitte auch die Tatsache, dass wir die Software mit dabei haben. Das bedeutet, wenn mal ein Blockbuster zum Beispiel von ProSieben oder mal von RTL aufgezeichnet wird und dazwischen immer die störenden Werbeblöcke kommen, können Sie die ganz einfach dann am PC rausnehmen. Sie haben das Ganze in einer digitalen Datei auf einem Stick oder, wenn Sie es auf den Rechner übertragen, auf der Festplatte, sodass man dann mal Musik drunter legen kann, eine bestimmte Öffnungssequenz machen kann. Vielleicht möchten Sie auch selber was dazu kommentieren. So kennt man das aus dem Videospielbereich. Mikrofon und Lautsprecher ebenfalls mit dabei. Und dann haben Sie es auf jeden Fall in digitaler Form gespeichert. Das soll es zunächst einmal gewesen sein. An dieser Stelle, ich unterbreche die Aufnahme jetzt ganz einfach mal. Als Speicher habe ich jetzt hier den USB-Stick gewählt und den nehme ich jetzt hier ganz einfach mal raus. Damit wir das mal sehen können und dann völlig wegkommen von dieser kompletten Apparatur, zeige ich Ihnen das mal hier bei uns auf dem Laptop. Die Datei, die Sie gerade gesehen haben, das heißt das Live-Programm von Pearl TV mit meiner Moderation, ist jetzt hier auf dem Stick drauf, zumindest die Sequenz, die ich aufgezeichnet habe. Da suche ich mir einfach einen freien USB-Steckplatz, da haben wir ihn schon. Und jetzt geht es um die Datei. Müsste wahrscheinlich die letzte gewesen sein. Ja, die können Sie natürlich auch jederzeit beschriften. Und schauen Sie hier. Das ist genau das, was ich Ihnen gerade hier vorne eben noch live gezeigt habe. Das habe ich ganz einfach mitgeschnitten. Das ist genau das, was Sie eben gesehen haben. Hier 1:1 entsprechend auf den Stick kopiert, weil das Signal jetzt hier von unserem Sat-Receiver, der mit dem Fernseher verbunden ist, ganz einfach durch den HDMI-Rekorder durchgeschleift wurde. Ja. Gucken wir mal gerade. Ja, ich glaube, ein bisschen habe ich Ihnen was darüber erzählt und habe dann die Aufnahme unterbrochen. Lassen wir es ganz einfach mal weiter durchlaufen. Liebe Zuschauer, das ist Spitzenklasse, denn dieses Gerät unterscheidet nicht zwischen analogen oder digitalen Medien. Er gibt die Qualität ganz einfach so wieder, wie sie tatsächlich auch dem HDMI-Videorekorder gegeben wird. Das heißt, haben Sie eine analoge Quelle, einen VHS-Rekorder, wird die entsprechende Qualität 1:1 auf den Stick übertragen, aus einer analogen Datei oder aus einem analogen Band ganz einfach eine digitale Datei gemacht. Ja. Wenn Sie jetzt da per HDMI rangehen und da beispielsweise ein DVD-Spieler, einen HDMI-Rekorder oder auch einen SAT- oder Kabel-Receiver, wie zum Beispiel unseren Pearl TV HD-SAT-Receiver, den ich Ihnen gleich im Anschluss noch zeigen möchte, dran schließen, ist auch das kein Thema, dann zeigt der Sturheil auch das Fernsehprogramm auf oder eben das, was von der DVD kommt, zum Beispiel mal als Sicherungskopie, wenn Sie Ihren Lieblingsfilm vielleicht ganz einfach sichern möchten, so wie ich beispielsweise letztens den Film Titanic, ja, wollte meine Frau unbedingt haben, habe ich mal für 10 Euro im Nice Price mitgenommen. Mein Sohn hat aber die DVD in die Hand bekommen, hat sie so ein bisschen verkratzt, der DVD-Spieler liest sie nicht mehr. 10 Euro sind nicht dramatisch, liebe Zuschauer, ja, damit wir uns da vielleicht richtig verstehen. Aber trotzdem hätte ich ohne weiteres beim letzten Betrachten hier ganz einfach auf Rec gedrückt, den passenden Speicher angedockt, hätte ich mir eine Sicherungskopie von dem Film machen können, dann hätte ich sie als Datei gehabt und da wäre es mir fast egal gewesen, ob die CD noch funktioniert, die DVD noch funktioniert oder eben nicht. Ich habe nochmal eine Sicherungskopie ganz einfach auf der Festplatte meines Rechners oder noch komfortabler auch mal für die Mitnahme auf dem Stick. Hier sehen wir nochmal, wie das mit der Software funktioniert. Für alle Windows-Rechner ist das Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Von Vista bis Windows 10 rauf können Sie alle damit arbeiten. Das heißt, hier auch mal einzelne Passagen rausnehmen, auch mal bei verschiedenen Sequenzen zum Beispiel, die Sie vielleicht nicht unbedingt haben möchten, um bei dem Beispiel Werbung zu bleiben, ganz einfach den Werbeblock rausschneiden. Und es ist ja ganz einfach auch so, dass die Fernsehsender häufig nicht nur einfach einen Film unterbrechen, dann die Werbung einspielen und an dieser Stelle wieder einsetzen, wenn dann der Film weitergeht. Häufig machen sie es ja so, dass sie dann tatsächlich vom Film her nochmal 20, 30 Sekunden zurückgehen und quasi die Sequenz, die sie vor der eigentlichen Werbeunterbrechung gesehen haben, noch ein zweites Mal abspielen. Wenn sie jetzt nur die Werbung rausnehmen, haben sie ja quasi wie ein Déjà-vu diesen Bereich drin, schneiden sie die 20, 30 Sekunden mit der Software ganz einfach raus. Das ist so einfach wie ein Blatt Papier mit einer Schere durchschneiden. Und dann haben sie einen vollwertigen digitalen Film in einer fantastischen Qualität, in HD, beziehungsweise sogar in HD-Plus-Qualität, denn grundsätzlich ist unserem HDMI-Rekorder egal, ob da irgendwie ein Kopierschutz, ein Schreibschutz oder sonst irgendwas drauf ist. Wir reden vom privaten Bereich, dass Sie das bitte akzeptieren und da jetzt nicht hingehen und den Film, den Sie da jetzt mit dem HDMI-Videorekorder aufgezeichnet haben, im örtlichen Kino zeigen und dafür Eintritt verlangen. Ich glaube, dafür sind wir erwachsen genug und können das entsprechend einsortieren. Ein HDMI-Kabel ist mit dabei. Denken Sie dran, Sie brauchen zwei. Eins ist im Lieferumfang enthalten. Sie brauchen ein HDMI-Kabel, um zum Beispiel vom DVD-Spieler zum HDMI-Videorekorder zu kommen und ein zweites, um das Ganze dann an den Fernseher weiterzugeben. Und denken Sie bitte an den Speicher per Stick oder per
der externen Festplatte können wir hier gerne entsprechende Daten aufnehmen. Wir haben die NX4254 und die 569. Ich bin ein Stück weit überrascht, dass der nur in Anführungsstrichen auf Position 2 gelandet ist. Das ist Spitzenklasse, dieses Gerät, liebe Zuschauer. Ich habe selber einen mitgenommen und werde mir dann eine umfangreiche Videosammlung zu Hause zusammenbasteln. Das heißt, hier ganz einfach mal meine Lieblingsfilme oder vielleicht das, was ich ganz einfach verpasst hätte, weil ich nicht da bin, mal auf einen Stick ziehen. Und wenn ich dann hier bin, kann man natürlich auch direkt mal am Fernseher über den USB-Steckplatz den Stick andocken, die Festplatte andocken und sich den Film dann später mal in aller Ruhe anschauen. Komfortabel und vor allen Dingen günstig. Knapp 105 Euro der komplette Gesamtpreis. Jetzt sind wir auf Position Nummer 1, liebe Zuschauer, in der Top 5 der beliebtesten TV-Artikel bei Pearl TV. Da gehen hier jetzt Platz Nummer 1, liebe Zuschauer. Und es ist nicht weiter verwunderlich. Und der Run auf dieses Gerät ist ehrlich gesagt seit meinem ersten Tag hier bei Pearl TV absolut unverändert. Ich habe mal in die Statistik geschaut. Mittlerweile sind wir schon bei fast 300.000 verschickten Klade-Sat-Receivern. Das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Zumal wir hier eine ganz besondere Edition anbieten dürfen. Klein, kompakt und richtig leistungsstark. Und wo haben Sie schon mal einen HD-Sat-Receiver für gerade mal 28,41 Euro gesehen? Nirgendwo anders, behaupte ich. Selbst wenn Sie hier mal einen absoluten No-Name-Anbieter nehmen, den Sie mal irgendwo günstig bekommen, sind Sie schnell mal bei 40, 50 Euro angekommen. Ich habe damals für meinen popeligen Sat-Receiver jetzt hier, der digitales Fernsehen abspielt, noch nicht mal HD-Fernsehen kann, knapp 120 Euro bezahlt. Ja? Hier haben wir einen Pearl TV HD-Sat-Receiver für 28,41 Euro. Hier sehen wir das Modell ganz einfach mal schön kompakt und klein, absolut unauffällig direkt vor dem Fernsehapparat. Ich habe ihn hier aber noch ein zweites Mal und den zeige ich Ihnen mal, um natürlich auch mal ein Argument zu haben, vielleicht für Ihre Gattin zu Hause, die natürlich wieder anfängt zu schimpfen, wieder ein Staubfänger und so weiter. Wo sollen das enden? Die ganzen HiFi-Komponenten und so weiter. Gucken Sie mal hier. Ja. Den kann ich hier mit meinen zarten Händen, ich habe also wirklich für einen Mann keine großen Hände, ganz einfach verdecken. Der ist klein und kompakt, ungefähr ein bisschen kleiner als der DIN A5 Größe, kann man sich wahrscheinlich vorstellen zu Hause. Und ob Sie den jetzt quer hinstellen, unter den Fernseher oder dort, wo Sie ihn am liebsten haben, oder ganz einfach auch mal hochkant platzieren, das ist jederzeit Ihnen überlassen. Die Funktion ist die gleiche. Ja, wir reden von digitalen Geschichten, da muss man also nichts mit Bändern und dergleichen beachten. Das funktioniert hochkant genauso gut wie quer. Liebe Zuschauer, das Schöne ist, dass wir hier also wirklich in der Kooperation mit unserem Partner Auvisio auch die Anschlüsse entsprechend überarbeitet haben. Das heißt, Sie sehen hier den Satelliteneingang bzw. Ausgang. Dann haben wir hier den Koaxialanschluss, auch mal für eine Soundbar, für ein 5.1 Surround-System, für eine HiFi-Anlage, die Sie gerne haben möchten, oder natürlich auch die Soundbar, die Sie eben schon kennengelernt haben. Wir haben hier den HDMI-Anschluss und Sie sehen einen etwas breiteren Anschluss hier. Das ist der SCART-Anschluss. Viele haben ihn schon fast vergessen oder verdrängt, aber noch die ersten Geräte, die HD-Ready-Geräte, die wurden noch über SCART angeschlossen, genauso wie die entsprechenden Röhrenfernseher früher. Und viele haben eben noch einen Röhrenfernseher, mal als Zweitgerät im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer, im Kinderzimmer, bei uns natürlich auch. Und solange der noch funktioniert, werde ich einen Teufel tun und den wegschmeißen. Ja? Deswegen bitte sowohl die etwas älteren Geräte als auch die topmodernen Geräte hier ohne weiteres per HDMI anzuschließen und das bei einem kleinen und kompakten Gerät. Der hat gleichzeitig auch noch einen Media Player mit integriert. Sie werden wahrscheinlich sagen, was kommt denn da noch alles für 28,41? Ist eigentlich unfassbar, was wir Ihnen hier für einen Preis machen können. Dann macht natürlich die Stückzahl, ganz klar. Wir haben aber hier noch einen USB-Anschluss und das bedeutet, hier ist gleichzeitig auch ein Media Player integriert. Sie können direkt von einem Stick runter oder auch mal von einer externen Festplatte ganz einfach Ihre eigenen Inhalte wiedergeben. Also unabhängig von dem SAT-Programm, was hier gezeigt wird. Übrigens die frei empfangbaren TV-Programme, HD-TV-Programme und Radioprogramme und eben auch mal eigene Dateien. Zum Beispiel die schönen Urlaubsvideos, die Videos von der letzten Gartenparty, von der silbernen Hochzeit, vom letzten runden Geburtstag, die schaut man sich jetzt nicht mehr auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Laptop an, sondern richtig schön direkt im Wohnzimmer, gerne auch gemütlich auf dem Sofa mit der ganzen Familie nebeneinander. Jeder sieht alles das, was er sehen möchte, mit dem tollen Onscreen-Display, auch auf gerne mal auf einem 40, 50 oder 60 Zöller Monitor. Und die Qualität ist fantastisch. Grundsätzlich nativ reden wir von HD-TV, aber natürlich, wenn das Ausgabesignal hier Full-HD-Qualität hat, kann unser Media-Player hier natürlich auch die Full-HD-Qualität wiedergeben. Eine Besonderheit haben wir noch und die soll nicht unerwähnt bleiben.
Cam. Das ist der Pearl TV HD Direktwahlknopf. Und nach wie vor ist das so. Ich glaube, ich habe ihn vor knapp 4 Jahren schon unseren Pearl TV HD Sat Receiver vorgestellt. Da hat man schon unsere Sonderfunktion mit dabei. Bis jetzt hat es noch keiner imitiert. Und solange das so bleibt, grinse ich mir immer einen in meinen nicht vorhandenen Bart hinein. Egal, wo Sie Pearl TV gespeichert haben. Ich hoffe doch ganz weit vorne, am besten irgendwo in den ersten 10 Sendebereichen. Aber in der Regel bin ich durchaus realistisch. Das heißt, ich weiß, dass die Teleshopping-Sender so immer so bei Position 300, 400 angesetzt sind. Und das bedeutet, Sie können hier mit einem einzigen Tastendruck auf die grüne Pearl TV HD Direktwahltaste direkt wieder hier bei Ihrem Lieblings-Teleshopping-Sender landen. Um das nochmal kurz zu zeigen, gehen wir mal kurz durch. Machen wir hier von Position 10 aus, drücke ich mal eben kurz. Ja, das wäre jetzt 3SAT HD. Da sehen wir es übrigens direkt über unseren Pearl TV HD Sat Receiver. Die ganzen tollen hochauflösenden Programme. Ganz einfach auf den Pearl TV HD Direktwahlknopf und zack, sind wir wieder hier bei uns im Programm. Da oben ist die entsprechende Senderkennung. Liebe Zuschauer, das ganze Highlight hier für gerade mal 28,41 €. Überlegen Sie sich das bitte mal, was das für Möglichkeiten offen lässt. Ich habe Ihnen tolle Preise versprochen. Ich habe Ihnen Top-Qualität versprochen. Nicht nur im Bereich des Bildes, natürlich auch, um dann nochmal auf die Soundbar zu sprechen zu kommen, im Bereich des Tons. Denken Sie bitte auch an die frei bedienbare oder frei programmierbare Fernbedienung. Das wird Ihnen deutlich weniger Ärger und deutlich weniger Platz auf dem Tisch rauben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Bestellung unter den 0180 51 51 und dreimal die 2.